Mein Name ist Vincent Stange und ich bin Junior Fellow beim Transient Impuls Festival. Und meine Aufgabe innerhalb dieses Festivals oder mein Projekt ist es, eine elektronische Komposition zu gestalten, die als Klangkontinuum in der Installation funktioniert. Ich habe studiert an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf, zuerst Musik und Medien und dann jetzt im Masterprogramm Klang und Realität. Und dort liegt mein Fokus im Komponieren erstmal mit mehreren Medien. Also auch in der Installation war ich quasi mit mehreren Medien, wie der reinen Installation, der aktuellen Musik, Licht und Sound konfrontiert. Und diese verschiedenen Medien zu kombinieren, ist quasi der Schwerpunkt meiner Arbeit. Und klangliche Welten zu erforschen, die ja quasi neue Räume aufmachen oder neue Klangwelten erschaffen. Aber es ging auch darum, quasi sich an das Thema zu knüpfen, an das Thema Anfang des diesjährigen Festivals. Und im Grunde geht es bei meiner Arbeit darum, die Anfänge mit Wasser darzustellen, da alle Orte mit Flüssen verbunden sind. Und genau, im Grunde da mir das Material geben, mit dem ich arbeite. Und ich nehme quasi das Wasser als Anfang und benutze das für den Anfang meiner Komposition. Ja, für mich war die Arbeit bei der Installation in dem Sinne besonders, dass ich die ganze Zeit sehr nah am klanglichen Spektrum der Maschinen, die hier laufen, mit denen gearbeitet habe und so eigentlich meine Klangcollage aufgebaut habe, kombiniert mit den Sounds der Orte. Allerdings war es für mich eigentlich die erste Situation, in einem Ensemble mit Elektronik live über so eine lange Zeit zu spielen. Das war schon sehr außergewöhnlich und spannend. Ja, mein Stück hat im Grunde die Aufgabe, ein klangliches Kontinuum innerhalb der ganzen Aufführung in der Installation abzubilden. Und dieses Kontinuum wurde von den Stücken, die aus der neuen Musik, aus der aktuellen Musik interpretiert wurden, quasi unterbrochen oder ergänzt. Aber es gibt quasi innerhalb der ganzen Installation keinen Moment der reinen Stille. Und immer wenn ein Stück gerade nicht gespielt wird, kam mein Stück und hat im Grunde so eine Art neuen Raum geschaffen und ein neues klangliches Spektrum. Ich habe auch versucht, mit den Spektren der verschiedenen aktuellen Musikstücke zu arbeiten, sodass ich da entweder Kontraste gebildet habe oder Ähnlichkeiten entwickelt habe. Ich bin die Valerie Fritz. Ich bin hier als Cellistin hauptsächlich. Und mein eigenes Projekt hier in dem Transient Impuls Festival sind die Unter-uns-Begegnungen, die im Grunde wie ein Hauskonzert funktionieren. Ich gehe zu den Menschen nach Hause, ich werde eingeladen und spiele ein Konzert, das aber kein Frontalvortrag sein soll, sondern
wie ein Austausch, der eine Nähe herstellen soll zwischen mir, der Künstlerin, und meinem Publikum, um vor allem Werke der aktuellen Musik, der neuen Musik vermitteln zu können. Ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es kein Werk gibt, das man nicht vermitteln kann. Dass die Menschen alles hören wollen und können und annehmen, wenn man sie da abholt, wo sie sind, und sie nicht einfach links liegen lässt und ignoriert. Es gibt kein Werk, das nicht gern gehört wurde. Für mich ist das Transient Impuls Festival einzigartig, weil ich so viel künstlerische Freiheit habe. Ich darf so viele eigene Ideen mit einbringen, meine eigenen künstlerischen Konzepte ausprobieren. Es ist Platz zum Experimentieren. Das ist auf jeden Fall eine Besonderheit, die man nicht in allen Projekten hat. Die Zusammenarbeit mit dem Team des Transient Impuls Festivals ist natürlich auch eine große Bereicherung, weil so viele verschiedene Disziplinen zusammenkommen und man so viel erfährt von den anderen Künstlern und Künstlerinnen, ihren eigenen Projekten und Ideen. Also dieser ganze Austausch innerhalb der teilnehmenden KünstlerInnen steht im Vordergrund und stellt einen Hauptaspekt unserer Arbeit hier dar. Es geht auch viel um das Soziale, um den Austausch zwischen uns, mehr als darum, einfach nur eine Darbietung zu erbringen. Das Spielen in der Installation ist deswegen so interessant, weil dieses Kunstwerk mich so integriert in sein Dasein und meine musikalische Performance nicht einfach nur ein Einzelkampf, eine Darbietung von einem einzelnen Menschen ist, sondern in diesem großen ganzen Kontext steht. Das war auf jeden Fall eine neue Erfahrung für mich, weil ich halt sonst meistens entweder alleine oder als Teil von einem Orchester, aber nicht als Teil von einem sozusagen selbstständigen Kunstwerk bin. Was ich mitnehme aus diesem Festival, sind vor allem viele Kontakte zu wahnsinnig tollen, inspirierenden Menschen, die ich in diesen Orten kennengelernt habe. Das Besondere ist einfach, dass man so integriert wird in diese ganze örtliche Community. Ich war eine Woche in einem Ort und ich hatte am Ende das Gefühl, ich kenne das ganze Dorf, was sonst meistens Jahre braucht, um sich irgendwo zu integrieren. Das nehme ich mit, aber was ich auch mitnehme, sind ganz viele persönliche Anfänge. Heute war ich am Vormittag auf einem Gnadenhof und bin mit Tieren herumgesprungen, und am Nachmittag habe ich gelernt, wie man Sumi-e malt, eine japanische Maltechnik. Das sind Dinge, zu denen ich sonst in meinem Alltag keinen Zugang hätte, die hier in diesem Festival einfach gehäuft auftreten. Und ein Tag ist so einzigartig und ungleich allen anderen Tagen. Es ist eine Dichte an verschiedensten persönlichen Anfängen, die ich mitnehme. Unter der Sonne
das alte Gepralle herausfinden, jetzt herausfinden, wo die Hinrampen, die Hilfe wegen. Ich heiße Alexandra Wildossula und ich bin eine der Junior Fellows bei Transient Impuls. Das heißt, ich bin sowohl in der Organisation ein bisschen tätig, bin als Sängerin in der Installation und gleichzeitig darf ich auch mit meinen eigenen Projekten und Workshops teilnehmen. Heart. Dieses Projekt ist besonders und unterscheidet sich von vielen anderen Projekten, die ich gemacht habe, weil es unglaublich vielseitig ist und wir als Künstler unsere eigenen Impulse mit einbringen können, unsere eigenen Ideen mit einbringen können, nicht nur in der Stückauswahl, sondern eben auch in dem ganzen Aufbau eines Workshops oder einer Aufführung. In der Ausarbeitung vor Ort, in der Zusammenarbeit mit Leuten vor Ort. Das sind meine Impulse, die in meinen Projekten vorkommen, rauskommen, drinstecken. Und hätte ich keine Träume, so wär ich doch kein anderer. Ich wär Ich denke, die Installation Nukta lässt ganz viel Interpretationsspielraum, auch wie man selber darauf reagiert, was man empfindet, ob das was sehr Meditatives hat oder vielleicht auch was sehr, sehr Starkes, was Existenzielles. Und genauso sind die Musikstücke eben auch vielseitig und unterschiedlich. Und es hat alles in dieser langen Dauer der Installation seine Zeit und seinen Moment und man hat dann auch Zeit, sich darauf einzulassen, die Installation jetzt so wirken zu lassen. Und das hilft natürlich auch, dass der elektronische Hintergrund dann das mitträgt und auch mit da reingeht. Und gleichzeitig lernt man, glaube ich, auch selber, wie man das dann interpretieren möchte, wie man die Installation gerade empfinden möchte, wenn sich das Licht verändert und man dann gerade ein sehr ruhiges Stück zum Beispiel performt oder eben, wenn es so was Aufbäumendes hat, obwohl vorher gerade was Ruhiges passiert ist und man plötzlich diese Pumpe ganz anders wahrnimmt, einfach nur, weil die Musik das gerade transportiert. Sing ich dir leise. Was ich auf jeden Fall mitnehme aus diesem ganzen Projekt, ist die unglaublich spannende Teamarbeit. Dieses gemeinsam mit Ideen jonglieren und eben auch all die Unterschiedlichkeit in der Interpretation und die unterschiedlichen Charaktere, die da zusammenkommen, dass das alles da sein darf und Berechtigung hat und alles Raum bekommt in dem ganzen Festival, das ist für mich was ich mir für viele Projekte so wünschen würde. Gute,
Fellows sind ein ganz großes Geschenk für mich gewesen, weil da so viel Kreativität von diesen drei jungen Kolleginnen kam, die einfach sehr eigenständig umgesetzt wurde. Sie haben alle drei ihre eigenen Projekte sich ausgedacht und verwirklicht und vor allen Dingen in engem Kontakt mit den Communities vor Ort. Das ging vom Hauskonzert der Cellistin Valerie Fritz bei Menschen zu Hause. Das war ja auch noch mitten in der Corona-Zeit, die dann eben nicht in Konzerte gehen konnten. Und dann ist sie halt zu denen nach Hause gekommen und hat deren Lieblingsstücke gespielt, aber auch Stücke, die ihr wichtig waren, mitgebracht. Das hat einen sehr herzlichen und sehr unmittelbaren Kontakt gegeben. Die Sängerin Alexandra Veldosola hat mit jungen Frauen und Mädchen Vokalprojekte gemacht, die auch sehr stark mit Empowerment zu tun hatten, mit der Kraft von Stimme, mit Improvisation. Und Vincent Stange hat als elektronischer Komponist Geräusche auch an den Orten aufgenommen, mit Schülerinnen und Schülern auch, und die in unserer Installation, die wir gemacht haben, auch immer wieder zum Vorschein kommen lassen. Also hat wirklich die Dinge vor Ort klanglich verwurzelt, die es da gab. Diese kreativen Projekte, die da eigenständig entwickelt wurden, die haben das Ganze sehr bereichert und auch um eine Perspektive der jüngsten professionellen Musikergeneration ergänzt, die ich sehr, sehr wichtig finde, weil ich glaube, dass die Zukunft unseres Berufs auch sehr stark sein wird, dass wir verstärkt an die Orte gehen, verstärkt mit den Menschen die Themen finden, die man künstlerisch und gesellschaftlich gemeinsam bearbeiten kann.